Okay, das ist schon mal in Ordnung, ja. Da unten liegt auch noch was rum. Oh, da unten liegt viel rum. Ach ja. Fliegt drüber, es wird keine Sonnenfinsternis. Mist. Das passt. Da. Ja, schade, ne? Mhm. Was sie trotzdem spektakulär ist. Da gebe ich dir recht. Mit dem Spiel haben sie schon wahnsinnig gute Sachen geschaffen, das ist der Hammer, ey. Ja, schon echt krass mittlerweile. Jetzt frage ich mich nur. Ist auch schade, dass das Spiel so wenig Bewertung hat, ne? Hat es? 60.000, 70.000, hm? Für die riesen Community. Okay, aber das hast du, ich muss gerade so ein bisschen überlegen, eigentlich bei den meisten Spielen, ne? Die wenigsten schreiben wirklich Bewertungen. Ich muss auch sagen, ich habe im Laufe der ganzen Jahre, ich glaube, ein, zwei Bewertungen nur zu meinen ganzen Spielen geschrieben. Ich habe noch nie eine geschrieben, weil mir dann nicht einfällt, was ich schreiben sollte oder gerne würde, möchte, was dem Spiel wirklich dann auch gut tut. Weil selbst positive Kritik ist ja richtig geil. Aber das stößt vielen Leuten manchmal auf. Ja, das stimmt. Ja, das reicht ja schon, wenn ein Spiel irgendwann mal schlecht wird und in Pay-to-Win umspringt. Und ich habe mir sowas gerne mal durchgelesen, wenn dann jemand 1200 Stunden in dem Spiel drin hat, dann von Daumen hoch auf Daumen runter schwenkt, das erklärt und dann kommen drunter so Kommentare: Hey, du Kacknoob, du hast aber 1200 Stunden auf dem Konto, da kann das Spiel nicht schlecht sein. Ja. Da liest doch mal die Bewertung erstmal richtig durch. Schwachkopf. Ja, aber das verlangt dann schon wieder das Mitdenken, ne? Ja. Na okay, ja, stimmt. Das ist ja nicht mehr in. Ey, und lesen sowieso nicht? Bei Generation Handy. Hallo! Aber das ging bei mir damit schon los. Das ist ja nicht Generation Handy, man muss ja sagen Generation Smartphone, ne? Ja, das hat echt so einen Riesenunterschied, ne? Die ganze Social-Media-Krams. Mhm. Und man muss aber auch wirklich sagen, seitdem sowas wie Google ist halt echt ganz schön, weil man halt alles Mögliche nachschlagen kann. Aber man merkt halt auch, dass man, so wie früher, weißt du, dass die alles Mögliche merken müssen. Ja. Und jetzt, man merkt ja wirklich selber, wie man dann einfach so, ja, man merkt sich gar nichts mehr. Ja. Na, bei mir in der Schule ging das langsam los. Erst war es mit komplett auswendig lernen, wie Standard. Und dann irgendwann hat ein Lehrer mal rausgehauen, ja, du musst nicht mehr wissen, komplett auswendig, wie es ist. Du musst nur noch wissen, wo es steht. Ja, richtig. Da war für mich schon der Ofen aus und dachte, ey, das geht in eine falsche Richtung. Aber das blieb so. Und jetzt ist es ja mittlerweile genauso und du kannst ja von überall aus auf die Medien zugreifen. Ich habe Kampfmusik. Ja, da kommt auch was. Oh, da kommt was näher. NPC-Fighter kommt näher. Ja. Da oben kommt noch mehr näher. 2,7 Kilometer. Und die kommen schnell. Zwei feindliche Antennen. Verdammt. Scheiße. Wir haben keine Geschütze mehr, ne? Doch, 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 doch. Wir haben noch. Muss bloß die Gatlings wieder aktivieren. Die beiden kleinen. Aber ich wollte ich eigentlich nicht, weil die Gatlings nämlich die ganze Zeit draufballern auf irgendeinen Scheiß. Ich sollte alles weggemacht haben. Ja, der wirft irgendwas ab. Hat irgendein. Ja, 1,6 Kilo. Das ist aber geplatzt. Ja, ich wollte sagen, das hat nicht funktioniert. Yes! Geil! Mache ich hier erstmal kurz weiter, dass das hier weg ist. Bin bereit, wenn er näher kommt. Ressourcen. Soll ich mal gucken? Ja, kommt. 800 Meter. Ich sollte vielleicht mal in Deckung gehen. Fällt. Das ist ein Drop-Pod oder sowas. Nee, das ist zu schnell.
zum Vollen. Doch, ist ein Dropboot. Da fällt er. Da hupft er. Da platzt er. Sehr schön. Ah, Kampfmusik haben wir immer noch. Ich guck gerade mal. Da schießt er noch drauf. Ach, scheiße. Die guten Ressourcen. Ich bin auch schon da. Da kann ich aber selber treffen, ne? Ja, ist ich komme dazu. Ach du Scheiße. Na, ich sammle mal hier das Zeugs auf. Ich hab zumindest mal das Uran rausgeklaut. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Solarpanels als Unterstützung mit dran gemacht. Ich sammle mal hier den ganzen Schrott auf. Hier liegt noch Uran rum. Uranbahn 3. Nuclear Waste. Okay. Noch eins mehr zum. Ja. Ja, aber hier machen wir jetzt nicht die Mühe mit leer und zu, auf- und zuschweißen. Nee, bitte nicht. Brauchst du das nicht machen? Und sind irgendwo die Sachen rausgefunden? Ah, hier Kulatz. Munition war das. Was liegt denn hier unten noch rum? Waste, Nuklear. Gucken. Aha. Ich hab hier ein Alien gehört. So sieht's aus. Auch nicht verkehrt. Energy low. Ja doch, Energy low. Was verbrauche ich jetzt immer noch, ohne irgendwas zu drücken? Nö. Man müsste den Geschützen auch sagen können, wann die irgendein Ziel ignorieren können. Ja, man kann das jetzt einstellen. Du kannst jetzt sagen, sie sollen nur die Waffensysteme angreifen. Ach stimmt, das ging ja, ja. Das habe ich noch gar nicht eingestellt. Mach ich das schneller. Dann setze ich nämlich die Gatlings auf die Waffensysteme und das reicht ja dann schon. Wenn er die Waffensysteme zerballert hat... Na, eventuell noch auf den Antrieb, dass sie nicht abhauen können. Wobei ich den auch gerne hätte, ne? Ja, deshalb, wenn Waffensystem ist. Solange es nicht wegfliegt. Inventory full. Na, ja, Inventory voll. Inventory full. Komm, zerleg den Rest. Das ist sowieso dann weg, wenn ich hier wegfliege. Es ist hinterm Geschütz. Warte mal. Eins. X, hier wurde bestimmt Stahlplattenerei. Ah, der Kaffee rächt sich. Aber wir hatten ja eine Eingriffswelle. Achso, Energy, ja. Ich muss doch ein... Wasserstoff habe ich. Tank. So, mal auffüllen. So. Ja. Ich spiel gleich wieder drauf. Jo. So, wieder da. Sehr schön. Du hast mich leben lassen, danke. Hab ich dich? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, unten drinne. Beim letzten Mal war ich ja auch im Schiff und du hast mich sterben lassen. Ach so, ja, das. Du hast mich aber abschießen lassen. Ich habe mich extra versucht, in die Bresche zu werfen, so Bodyguard-mäßig, ja, aber Kevin Costner konnte das anscheinend viel besser als ich, von daher. Oh, schön. So, ist jetzt hier Ufi räumt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was war. Was müsste hier irgendwo gewesen sein, ja.
Ja, die reiße ich nachher ab. Das hatte ich noch nicht aufgesammelt. Liegt hier noch was rum? Ja. Okay. So, rundherum sieht schon mal einigermaßen aufgeräumt aus. Sehr schön. Jetzt kümmere ich mich mal wieder um das Große und dann versuche ich mal die Plattform wieder herzustellen. Jo. Das klingt nach einem Plan. Du hast Sonnensegel fallen, ja. Was denn? Ich wundere mich nur, weil Building Repair System hier beschädigt ist. Unten in der Basis? Ja. Wie könnte das beschädigt sein, ja? Muss ja einer reingeballert haben durch die Textur. Nee. Ich habe oben die Bilder aktiviert. Und manchmal, warum auch immer. Baut er sich dann selber ab oder was? Ja, da bauen dann die anderen Bilder, die schon bereits vorhanden ab. Also manchmal ist es etwas suspekt, das System, aber. Ja, es ist ja dann wie so ein Konkurrenzdenken, weißt du? Ja, eigentlich nicht, weil ich habe zum Beispiel eingestellt, anderen helfen und sie gehören ja zur selben Fraktion. Ich wollte gerade fragen, ob du das neue Schiff schon wieder zur Fraktion drin hast, weil dann bekämpfen sie sich ja gegenseitig, weißt du? Bauen, zerstören, bauen, zerstören. Oder kommt. Oder? Nee. Nee, da kommt nichts. Alles gut. Haben wir überhaupt noch ein Schiff, was wir irgendwo holen müssten? Vielleicht das da hinten. Aber da sind noch ganz viele Wracks, weshalb wir das schön auseinandernehmen könnten, aber. Ich meine, irgendeins von uns muss man noch retten müssen. Ich weiß nicht, ob das andere da hinten noch am Leben ist. Ich wage es aber zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ach, du meinst das bei denen bei ihrer Basis? Boah, ja, zuck jetzt schon wieder. Was ist denn das? Naja. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Geschütze. Was haben wir denn hier? Waffenblöcke. Aber vergiss die Basis nicht, ne? Während du an dem Raumschiff rum. Ich kenne mich bei den Waffen nicht aus. Ich weiß nicht, welche wir jetzt brauchen. Ah, das ist jetzt halt die Sache mit den neuen Geschützen. Ansonsten schmeiße ich die Plattform wieder und setze dann Geschütze drauf, wenn du mir sagst welche. Ja, achso. Siehste, hab ich jetzt alles dabei, Weiber? Dann könnten wir vielleicht doch mal eins basteln. Das nehme ich gerne mit. Auch. Ah. Wo bist du denn? An der Untertasse, flexen. Ich bin hier vorne auf der großen Plattform. Wo ist Lasergeschütz war? Also könntest du hier auch nicht reparieren, wenn ich das hier so sehe. Ja, da war kaputt. Da habe ich jetzt einfach dann ein neues hingesetzt. Ich brauche einmal das, dann. Das ist nur die neue Textur, oder? Ja. Nehmen wir das Scharnier. So. Bauen wir mal so einen eigenen. Achso, ja, das willst du ja machen. Ja, machen wir hier so hin. Ich hoffe, das reicht noch, dass der Bilder hierher kommt. Weiterentwickelter Rotor. Genau, also das ist dieser Standardrotor, den man hat, ne? Ich kann ja mithelfen. Ich habe ja Zeugs einstecken. So, dann machen wir da Knickgelenk drauf. Aber dann nehmen wir was in der Mitte raus. So.